Hallo Jamal und willkommen zu unserem neuen Vlog. Es ist der 18. November und heute um 18.35 Uhr werden wir nach Istanbul fliegen. Mit Enes zusammen, also Hatice ist schon dort und wir fliegen jetzt quasi nach. Genau, auf dem Weg holen wir noch kurz Enes ab und dann fahren wir alle gemeinsam zum Flughafen. Emre, sein großer Bruder, wird uns fahren. Und ja, ich melde mich dann, wenn wir wieder dort sind. So Leute, wir haben jetzt eingecheckt und haben jetzt auch unsere Tickets. Und werden jetzt zur Gepäckkontrolle. This is my wife. This is the most beautiful girl in Baden-Württemberg. Achso, danke für dich, Schatz. Danke für nichts. Because Nordrhein-Westfalen, mashallah, habibi. Auf jeden Fall, Leute, geben wir jetzt unser Gepäck ab. Und ja, um 17:55 Uhr ist schon Boarding. Hatte Bakalum. Hatte Girin. Girin. Ach, Problem, so, Leute, hier, check mal ein. Er ist schon am Start. Er muss mit seiner fancy Tasche. Am Tag wird wieder kontrolliert. Ich? Ja. Die haben bei dir gerade so Bombendinger gemacht. Nein, die haben gerade bei mir. So bis unter Fußspitze. Ich glaube, wir haben meine. Auch verdächtig wir haben meine, aus, verdächtig wir haben meine Kappelsonne, glaube ich, erwischt. Nein. Und jetzt schiebst du es auf mich? Ja, ich habe es extra bei Emlach in die Tasche getan, damit niemand auf mich kommt, aber... So. Ja. Leute, hier ist meine Capri-Sonne gerade reingefallen. Danke sehr. Ja, super Schatz. Capri-Sonne ist auch weg. Weißt du, was ich nicht verstehe? Mein Dinger, Fokus. Enes, rat mal, was weg ist. Capri-Sonne. Scheiße. Wie geht's, wie steht's? Wer ist aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Der reicht sich mehr am Eigenturm. Ich sag's aber nicht. Rechts. Er lässt mit rechts. Oder rechts aus. In der letzten Reihe, Reihe 32. Ich hasse es, ich will nach vorne. Aber es gab keine Plätze mehr frei vor, deswegen. Ja. Wir haben auf jeden Fall eine Reihe zusammenbekommen. Und Leute, ich habe so viele Snacks mitgenommen ins Flugzeug. Wir haben Leibniz-Kekse, dann haben wir Oreos, dann haben wir Gummibärchen, alles am Start und natürlich für Emlach, Pistazien und Erdnuss. Schokolade. Getränke sind auch da. Jetzt erstmal chillen. Je Mexamane. Emlach und Enes haben Köfte. Ich habe Makarna. Ich zeige es euch gleich, Baki. Oh yeah, mit Kuru-Fasulier. Ist es Kuru-Fasulier? Und Leute, ich hab einfach, oh lecker. Oh, damn. Leute, das Essen bei Türkisch Airlines schmeckt einfach anders lecker, wirklich. Also, wir sind jetzt bei Emlach im Auto und zwar bei Blackies VIP und fahren jetzt erstmal schön nach Pendik. Und Jungs, wie läuft's? Rückwärts, gujir. Bei Enes. Rückwärts, bergab, aber es läuft. Wortwörtlich rückwärts einfach. Ja Leute, aber es ist richtig schön. Ich schreibe euch auch nochmal den Namen hier rein. Blacklist VIP, falls ihr mal in der Türkei, also in Istanbul, einen Transfer braucht, dann können wir nur empfehlen. Herzensempfehlung, wirklich geil. Dann hattet ihr in der Wohnung in Pendik angekommen. Hier sind wir alle versammelt. Es ist 2:30 und Leute, die Wohnung ist richtig schön und groß. Hier ist die Küche, hier ist der Flur. Wir dürfen hier in diesem Zimmer schlafen. Hier ist unser Zimmer richtig süß. Hier ist der Gang und hier ist jetzt die Dusche. Naja. Machen wir uns jetzt fertig, gell? Super. Was sagst du dazu, Hatice? Ich bin happy, dass ihr da seid. Ja, wir sind auch happy. Jetzt yes. Wollen wir Pyjama fahren. Yeah. Nein, ich bin Jamal und willkommen zu unserem nächsten Tag. Das ist der erste Tag in Istanbul. Emlach schläft noch. Und ich werde mich jetzt ready machen bei den Mädels im Zimmer. Also, Armin Abla ist ja auch da, also die Schwester von Hatice. Und genau, wir machen jetzt alle zusammen jetzt fertig. Wir haben uns jetzt Börek und Achma, oh, very nice. Nicht lecker? Oh, egal. Ist es schon Dinger? Egal, geht, jetzt doch warm. Ist warm, aber ich feier. Okay. Okay, Leute, jetzt essen wir noch Börek. So, wir sind jetzt auf dem Pendik Bazar angekommen. Also, hier ist ein großer Bazar, wo man alles Mögliche bekommt: Klamotten, da gibt es Gemüse, Obst, Kram. Genau, und jetzt laufen wir hier mal durch und schauen mal, wie es so wird. Evet arkadaşlar, wir sind jetzt hier in Pendik, im Pazar. Bruh.
So Leute, hier geht's richtig ab. Also Passat ist full. Wir haben jetzt schon, was haben wir gekauft, Schatz? Çorap aldık. Ben çorap ticaretine giriyorum bu saatten sonra. 10 tanesi oldu 20 lira. Oldu mu? Also ich habe mir jetzt diese Polunder noch geholt, die wo man so hinten zusammenbinden kann. Ich habe das schon im Beige letztes Jahr gekauft. 80 Tele kosten jetzt hier auf dem Pendik Passat. Und ich habe das noch in Rot geholt. Gibt es auch noch in Grün und in anderen Farben, aber ich finde die echt schön. So Leute, und willkommen zu einem neuen Tag. Heute ist Sonntag und wir sind jetzt alle zusammen in der, oder größten Moschee in Istanbul. Die ist auch relativ neu, und zwar ist die Jamdja Moschee. Ich zeige dir euch mit jetzt. Mit 6 Minaren. Die ist wirklich wow, atemberaubend. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Es windet hier ein bisschen. Das ist der Ausblick, Leute. Und das hier ist jetzt die wunderschöne Jamdja Moschee. Wirklich krass. Einfach sehr, sehr, sehr schön. Hier wird dann die rituelle Waschung gemacht. Das ist die Gebetswaschung, bevor man zum Gebet geht. Und hier vorne ist dann der Eingang in die Moschee rein. So Leute, wir sind jetzt hier im Jamdja Jami drin. Und mashallah, die ist echt wunderschön. Was für eine wunderschöne Architektur. Und vor allem ist sie echt riesig. Wir sind jetzt in der Emma Square Mall, und zwar ganz oben beim Skyview. Es sieht so ähnlich aus wie das in Dubai quasi, das Gebäude. Und Leute, so, so schön. Ich zeige es euch jetzt. Wir sind ganz oben und gehen nachher einen Stock runter und werden dann auch nochmal auf diesen Glasboden laufen. Ich zeige euch mal die Aussicht. Crazy. Also von drinnen hier ist es echt auch sehr, sehr schick. Und guck mal, was man hier alles sehen kann. Also ich zeige es euch mal so. Ihr wisst ja, ich habe ein bisschen Höhenangst. So sieht es aus. Schatz, zeig mal kurz weiter. Zeig mal den Turm. Hier, nimm, Schatz, nimm. Ach so. Evet arkadaşlar, we're going to the Tomb of Istanbul, Çamlıca Yeni Kız Kulesi, about 700 meters. Maalesef şu anda tadilatta olduğu için müşterilere kapalı. Yoksa bir gün kahvaltımızı orada yapacaktık. Also vier Leute haben wir 820 geteilt durch 4, Pi mal Daumen 200. Auch für beides, für Skyview und für Skywalk. Skywalk. Yes. Ja, und Skywalk. Machen wir jetzt, Leute, wie machen wir das jetzt? Wo sind wir? Am besten walken. So. Evet, Skywalk alanından sieht man auch Çamlıca Kulesi. Okay Leute, hadi bakalım. Nimm uns mit. Oh yeah. Oh yeah! Shit. Oh yeah! Get up! Welcome to Istanbul! Woo! Oh my god! Ich hab drauf für dich! Zeig, was du kannst.
Schatz? Yalı çapkın. Beyler Bey. Yalı çapkın bırak. Gidem seni görem. Leute, wir sind in Beylerbeyi angekommen und wir werden jetzt hier die Straße runterlaufen und schauen, ob wir jemanden finden. Hier wird nämlich die Serie Yalı Çapkın'a gedreht und allgemein türkische Serien sind hier ganz, ganz oft, also wird ganz, ganz oft abgefilmt. Und wir gucken jetzt, ob wir jemanden sehen. Und da hinten ist Boğaz Köprüsü direkt. Wir sind auf der asiatischen Seite. Der Ort hier heißt, wie gesagt, Beylerbeyi und ja, wir vloggen alle. So, also wir laufen jetzt erstmal die Straße runter und zwar hier an den Hafen. Und hier werden dann auch die ganzen Yalı Çapkın. Leute, wir haben das Haus von Yalı Çapkın besucht und wir haben es jetzt auch direkt gefunden. Ich zeige euch mal das Haus. Und zwar ist das hier, das ist der Kostümhersteller. Und das ist die Hausnummer Nummer 10. Und hier ist auch das Haus. Also hier ist die Yalı, also die Villa vom Film oder von der Serie. Das ist die Nummer 10. Und hier drin ist gerade Chiki. Und die meinten, die kommen in einer halben Stunde. So Leute, wir stehen jetzt zwar davor, aber leider dürfen wir nicht rein. Wir haben gerade mit dem Regisseur geredet. Ja, es geht natürlich nicht. Die sind ja auch gerade am Drehen, deswegen ist ja auch verständlich. Aber war schon ganz cool. Der Regisseur ist auch richtig nett, aber er sagt halt, es geht natürlich nicht, weil jetzt gerade filmt. Der Hauptdarsteller ist gerade reingefahren und ja, wir haben den nicht richtig gesehen. Ich habe nicht mal gesehen, dass da jemand sitzt, aber ja. So Leute, also das war's. Wir gucken jetzt von oben noch die Villa an. Wir haben noch ein bisschen Hoffnung, dass wir die sobald später vielleicht sehen. Sobald die Klasse kommt, springe ich runter. Also jetzt kommt der jetzt runter. Also musst du draufschmeißen jetzt. Oh, ist der Hell? Ja, gel, geh mal. Gel, gidek. Gidek mi? Valla, wo ist der? Da vorne. Gel, gidelim ya, soralım. Valla bir soracağım. Valla soracağım. Mert abi, gözünü seveyim. Bir dakika. Mert abi, sabahtan belli seni bekliyoruz burada. Saat 6'dan belli. Dur. Heyecanlandım. Çekilebilir miyiz? 2 dakika fotoğraf çekilsek. Evet, şöyle çekilelim hep beraber. Abi bilgisayar senin için gelmişim. Sevirem seni. Süpersin. Valla. Kral adam. Valla değdi lan. So, good morning everybody. Good morning. Kufur Köy. Wir sind hier gerade im Pendik im Kufur Köy und sind überpünktlich 2 Minuten vor 11 fertig. Also das ist nicht selbstverständlich, Leute. Es ist Donnerstag, der 24. November und für uns heißt es heute, wir gehen nach Europa. Also ja. Wir sind auf der asiatischen Seite und jetzt gehen wir auf die europäische Deutschland Seite. Deutschland oder? Nee. Spanien oder? So Leute, heute ist Samstag und wir gehen gerade alle zusammen zu der Süleymani-Moschee. Die ist einfach wunderschön. Wirklich, das ist meine absolute Lieblingsmoschee in Istanbul. Und danach, also nachdem wir jetzt hier waren, werden wir da runter gehen in ein Restaurant. Also auch hier in Süleymani, weil es ist echt eine Hammeraussicht. Und ja, dort werden wir dann kurz etwas frühstücken. Und ich zeige euch jetzt mal hier ein bisschen was. Das ist echt schön. Also das ist jetzt die Seite von der Moschee. Hier ist jetzt noch komplett der Moscheegarten. Und dort hinten ist dann auch noch der Friedhof. Ich zeige euch das aber nachher, guck mal, was für ein schöner Ausblick. So, und das hier ist die Aussicht jetzt von der Süleymani-Moschee. Einfach so krass schön, Leute. Schaut euch das mal an. Hier auf dieser Seite seht ihr dann die Moschee. Also wirklich empfehlenswert, hier mal vorbeizukommen, wenn ihr in Istanbul seid. Dort könnt ihr auch den Galata-Turm schon sehen. Einfach wow. So. Wir sind jetzt frühstücken und zwar in Bilesan Cafe. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Wie heißt es hier, Schatz? Hookah, irgendwas. Ich zeige euch nachher mal den Namen, wenn wir das Menü wieder haben. Auf jeden Fall, die Aussicht ist mega schön. Man kann hier hinten auch so Bilder machen, aber es ist jetzt gerade zu. Ja, das sind diese Bilder, die berühmten richtigen Bilder in Istanbul mit Fake Obst. Die werden hier geschossen. Genau. Und wir haben uns jetzt alle einen Orangensaft bestellt und Toast. Wenn der Toast kommt, dann zeige ich euch den auch. Das sind unsere Toast da. Leute, sieht echt lecker aus, ich bin ehrlich. Ja, aber wir haben jetzt eine halbe Stunde was gewartet. Alles rastet gleich aus. Von Karaköy rübergeflogen. Leute, wir haben heute den ganzen Tag nichts gegessen. Leute, die Soße ist so geil. Das ist einfach Mayo und Ketchup. Das Restaurant hier oder die, was ist denn das? Das ist eine Shisha-Bar vielleicht auch. Restaurant, Kaffee, Bar. Ja, Restaurant, das Kaffee, keine Ahnung, heißt Hukam Lodge Terrasse.
Und ja, ist ganz okay. Also Preis-Leistung ist gut. Okay? Also wir können leider nur den Toast bewerten, wir aber... jeder hat einen Toast gegessen, Leute. Aber wir aussehen, aber gerade auf dem Boot oder auf der Fähre rüber nach Kapitel, und zwar auf die asiatische Seite. Hey Jungs, wohin geht's? Wohin geht's jetzt? Ich weiß nicht, wir fahren nicht, wohin geht's? So, wir sind jetzt in Bella Bay angekommen und sind in der Villa Bosporus. Da waren wir letztes Jahr schon im Sommer. Und jetzt sind wir mit Hudson auch hier. Richtig schön. Richtig geil. Ja, wir werden hier Fisch essen. Schaut mal da hinten, wie schön Bosporus. Wow, einfach wow, traumhaft. Wir sind jetzt auf der asiatischen Seite und Leute, die Preise sind hier auch viel besser als auf der europäischen Seite, obwohl man hier einfach einen mega geilen Ausblick hat. Guckt mal, wie schön. Und Leute, hier drüben sitzt das Feiern. Ja. Ich zeige euch auch mal die Preise so ungefähr, dann habt ihr so einen kleinen Einblick bei dem Fischen. Also echt, bei dem Fisch hier ist echt super. Essen ist jetzt da. Wir haben jetzt zwei Salate bestellt, einmal Manta Kawurmasse und Emre hat sich noch einen anderen Tintenfisch hier. Aber Emre sagt, er wollte es eigentlich anders haben. Jetzt mal schauen, wie das schmeckt. Der Das ist jetzt die Aussicht, Leute, und es sieht wirklich krass aus. Schaut mal, hier sind beide Brücken. Hier ist nochmal ein anderes Restaurant und hier war das Restaurant, in dem wir gerade gegessen haben. Dritte Brücke. So, Leute, jetzt checken wir aus. Emnach Bay ist auch schon da, also unser Transfer. Dennis ist am Start. Emmas ist auch hier und Leute, ich habe einfach extremst verschlafen, also wirklich richtig verschlafen. Ich muss mich jetzt gleich noch schminken und fertig machen. Oder eine, ist mit meine. Ja. Genau. Und boah, ich bin noch so müde, ich melde mich nachher, ich schmink mich kurz im Auto und dann melde ich mich. So, wir sind jetzt im Lamekan. Da hat uns jetzt Emmas bei hingebracht und wir frühstücken jetzt hier. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Wir werden von hier aus direkt dann auch am Flughafen weitergefahren. Und dann geht's inshallah Salim nach Deutschland. So sieht's hier aus. Das ist alles so ein bisschen orientalisch. Wir warten jetzt hier auf unsere Sandbacker-Halte. Hier haben die einfach so einen fancy Brunnen mit Schaum. Okay. Das Frühstück ist jetzt gekommen und schaut mal, wie lecker das alles aussieht. Ja, unser Urlaub ist vorbei, Leute. Urlaub ist vorbei. Ich bin natürlich immer dabei. Ennis macht es einfach die ganze Zeit schon. Der liebt es. Ey, sind eure Taschen original? Ja. Wie die braun, wie die schwarz. Eure? Auch. Die habe ich voll mal Louis Vuitton. Auch original. Ach, vorhin. Ja, wir haben Taschen. Okay. Hebst du original bei Party Passade? Ja. Ja, und Leute, ich denke, wir beenden auch hiermit so den Vlog, also im Flugzeug dann, weil. Ja. Vom Hinflug bis zum Rückflug haben wir geblockt. Ja, super. Zwei Tage Tür drin. Wir haben unser Bestes gegeben. Inshallah kommen wir heil an. Inshallah, weil sie ja. Wenn ich sehe, dann bist du sowieso. Hatte ich einfach mir keine Angst, danke. Okay. Alles sind gut. Extension and loop belts are given out by the cabin crew. Please switch your.